schnelles, effektives Training. Um ein bisschen Geld zu sammeln. Ich meine, Mama braucht die Kohle. Und vor allem, jetzt kann ich Gegner mit ein bis zwei Schlägen down machen. Das ist ziemlich effektiv. Da kriege ich endlich mal wirklich ein bisschen Kohle zusammen. Also das Geld war auf jeden Fall eine gute Investition. Das ist auf jeden Fall klar. Und ich bin schneller als die meisten Gegner. Da kann mich sogar die Monsterfalle nicht mehr wie normal überraschen. Oh. Portion 1. Warum zum Teufel entrüstet der hält sich die ganze Zeit? Halt. Ah nee, es gibt, stimmt ja, es gibt eine Statusschwäche. Es gibt eine Statusschwäche, die einen entrüstet. Die Ausrüstung wegnimmt. Muss ich mal drauf achten, welche das ist, damit ich weiß, wann ich mich wieder aufrüsten darf. Okay, das war ein Temporary. Temporär ist die Kraft erstmal weg. Okay. Herr Metal-Monster, ich brauche was zu verprügeln. Wie einfach das jetzt plötzlich geht, wo ich das relativ schnell kaputt machen kann. Ich glaube, ich war jetzt bis zu irgendeiner der Ausrüstungen. Der Gegner ist damit wirklich unbesiegbar. Also wenn das die Einstellung Blink ist, dann ist er auf jeden Fall mal unbesiegbar. Ah, wir müssen noch ein paar Schleimer und Ratten vernichten. Danach gehen wir in die nächste Etage, um sich mal die Gegner dort anzuschauen. Noch 34 schon wieder. Oh, das bringt gut Kohle. Das bringt gut Kohle. Jetzt bringt es plötzlich gut Kohle. Wie viel hatten die erste Rüstung gekostet? Und? Ah, 150 ist sogar richtig geraten. Nicht nur geraten, ich hab's mal nachgerichtet. Wenn man das erste, wenn man die ersten beiden Level im RPG-Maker-Spiel geschafft hat, kann man von dort aus über ein System ausrechnen, wie viel man für jedes Level danach braucht. Wirklich. Also 70, 110. Ich glaube, für das nächste. Halt. Ich habe jetzt 150. Das heißt, für das nächste brauche ich, glaube ich, 200. Ne, 310. Das kann allerdings dauern. Weil ich dafür ja auch haufenweise Gegner killen müsste. Okay, wie viel kriege ich dafür? Bin ich bescheuert? Sind die Tränke wirklich so günstig? Weil dann wird es sich lohnen, für eine längere Reise mal ein paar mitzunehmen. Yeah, I would like to save the game because I'm really, really white. Yeah, white. Without the sin. Wieder im kackbraunen Gewühl. Kackbraun ist auch meine Frisur. Und ich habe kurze Haare. Glaube ich zumindest. Auf jeden Fall gehen sie mir nicht über die Schultern und wenn, dann kann man es nicht zeigen. Mo. Mo wie. Mm.
bin Moody, der große Mu. Wir kommen in der nächsten Ebene. Schauen wir uns mal an, was die so zu bieten hat. Ratten? Sich verarscht fühlt Tama. Egal. War das das? Meine magische Ausrüstung wurde entfernt, mehr nicht. Ab jetzt ist auch kartenmäßig alles zu 100% light. Ah, das wird noch schön. Hallo, roter Gegner. Bist ja eh nur eine Ratte. Eine kleine, stichende Ratte, die versucht, den Helden des Spiels zu verprügeln. Doch das wird sie nicht schaffen, weil ich der Held des Spiels bin. Mo, der Große. Es wird schon einen Grund haben. Ich bin groß. Wieso ist eine Ratte und ein Schleim genauso groß wie ich? Glue. Kleber. Kleberfalle. Hä? I have verloren die Orientierung. Ich suche gerade wieder den Weg zum Ausgang, damit ich mich kartenmäßig ein bisschen orientieren kann. Weil ich habe ja schon in der Nähe des Eingangs. Da. Also bin ich hier rüber reingekommen. Irgendwie. Oder auch nicht. Wird lustig, wenn ich wieder versuche, hier rauszukommen. Vor allem, weil ich so arschlangsam bin. Okay, you found the treasure chest. Oh, und ich bin wieder schnell, gut. Dann kann ich mal wieder rausfinden, wie ich von hier aus... Ah, gut. Ich bin wieder am Anfang des ganzen Teils. Und schau mal, wo der Weg mich weiterhin... Goblin? Das sieht mir leicht mehr aus wie ein Ork, aber... Na gut, es ist halt ein Goblin. Mit nur einer und einer halben Axt. Und der bringt genauso viel wie jeder andere Arsch hier auch. Gegner, oh Gott, langsam werdet ihr mir zu viel, wisst ihr das? Die Macht des Meisters ist für kurze Zeit erstmal geschwächt. Ausrüstung, immer noch alles beim alten Gut. Stachelfalle. Au, scheiße, raus hier. Raus hier. Jetzt geht's erstmal speichern, heilen, Level up. Ich würde raten, ich habe ein Level up. Vor allem, weil ich noch mindestens einen Gegner zum Rausgehen besiegen muss. Da, da, da. Ja. Verteidigung geschwächt. Toll. Gut, erstmal K.O. hauen. Na, nicht daneben treffen. Ach, danke, danke, danke. Und hier ist keine Falle mehr, sonst bin ich. Obwohl, wenn ich. Das nenne ich doch mal eine Verarschung, oder? Ich meine... Ernsthaft? Gut, genug geholt. Du schlachtest jetzt einfach mal ein halbes Dungeon ab. Erster war jetzt echt ziemlich scheiße. Habe ich so viel getötet, habe so viel gefunden und was passiert dann? Töte ich den letzten Gegner, passiert eine Falle. Ich hätte vielleicht draufhauen sollen, aber wer weiß, ob es genug abgezogen hätte. Kleberfalle. Könnt ihr euch dann so hinstecken im Moment? Dun, 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 dun. Kommt auch noch in, wenn man tiefer ins Dungeon kommt, andere Musik und andere Farbe.
Vor allem im Dungeon kann ich ja kein Level kriegen. Rennen. Immer noch langsam. Oh nee. Naja, Gegner töten schnell. Da ist noch eine Ratte, eine Riesenratte. Die hat doch nicht etwa. Steht nicht dran, dass sie die Fähigkeit hätte wieder. Ich bin der Gegner schneller als die Gegner. Gut. Schon wieder. Aber diesmal ist es ein komischer Goblin. Oh. Nein, damit ist der Typ unbesiegbar. Ich weiß das doch, ich bin dem doch schon mal auf den Leim gegangen. Dun, 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 dun. Okay, könnte sein, dass das die Stelle war, wo die Schatztruhe war. Wenn nein, andere Seite. Nee, warte nicht. Okay, Schleim, stirb. Ich glaube, gerade eben hat mein Held gestorben, oder? Pretty. Ja, Pre heißt, wenn das Pre davor steht, hat der Held sich ausgezogen für einen Livestream. Gibt's hier eigentlich im zweiten Teil auch ein Rätsel? Eine Quest, irgendwas, wo ich was Nutzloses kriege, was ich dann nicht mal verkaufen kann. Nein? Ja, ich suche Kleberfalle, okay. Ich suche jetzt erstmal nochmal die Truhe, die ich vorhin hatte. Wenn ich die habe, kann ich wieder nach Hause abhauen. Nur wo war die? Ich finde sie jetzt echt nicht mehr schlecht. Na, da der sich sowieso regeneriert, soll es jetzt nicht stören, weil ich ihn ja mit, wenn ich einen Vierer draufhauen kann. Genau. Weil die Viecher nur 4 HP haben. Oh ne, blind. Zu viel, der Gegner kommt und mein Held ist mal wieder blind. Oh Gott. Als hätte er einen Helm auf, der so groß ist, dass er nichts durchsehen kann, aber er hat ja noch nicht einmal einen Helm. Ich bin doch schon die ganze Zeit auf Kleber. Ach ja, nebenbei. Der Held, der da links rechts an der Seite ist, das ist kein Charset. Das ist der Kampfhintergrund. Nur die Gegner haben Kampf-Char-Sets. Das ist nur der Hintergrund, unser Held. Ho, 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 ho. Dann eben hier runter. Irgendwo werde ich schon irgendwann rauskommen. Töte den Schleim. Oh, bin ich bescheuert. Die Gegner haben diese Runde wieder mal mit ihren Statusverstärkungen und so weiter und so fort Zeugs. Also, wie viel haben wir? Kohle haben wir genug. Und das werde ich jetzt noch weiter beweisen, indem ich mich selbst trainiere. Und Level 4 erreiche. Wie viel habe ich gesagt? 310?
Okay, weniger als erwartet. Dann ist es okay, dann war die Formel so egal. Na egal, ich habe noch genügend Kohle für eine Rüstung. Und danach schaue ich mal, was es so für Helme, Zauber gibt. Da alles sowieso nur eins erhöht, kaufe ich unserem Held einen Helm, damit es sich wirklich mal lohnt, blind zu sein. Zeig mir den Status. 8666. Level 4. Okay. 26 HP. So langsam aber sicher hält der so einiges aus. Ah, ich wollte mal schauen, wie viel kosten Heilzauber. Oder gibt's die überhaupt in dem Laden? Nee, das sind die gar nicht. Welches war der Itemladen jetzt nochmal? Etwa das? Wenn es der Itemladen ist, gut, weil ich will unbedingt jetzt mal schauen, wie viel kostet. Okay. Cure Status and Conditions. Elixier. Okay. Es lohnt sich, mehrere von denen zu kaufen, wenn ich mal ganz tief rein will. In die Grotte der Hölle. Des Bösen. Da, wo die Sonne niemals scheint. Ah. Eine Runde schlafen und dann gibt's, wie gesagt, erstmal eine Stunde, eine schöne Pause. Also, speichern. Bis heute Abend später, morgen. Mal schauen, wann ich es weiter zocke. Also, once sitting in the cavern. Ach ja, da ist Donkey Kong Musik im Hintergrund. Ciao.